Die WFB arbeitet derzeit an einem neuen Konzept für die Markenstrategie und für das Markenmanagement. Wir ringen darum, die Treiber kennenzulernen. Wir wollen für die verschiedenen Zielgruppen einen Baukasten haben, in dem dann auch daraus sich bedient werden kann. Wir wollen vor allem mit dieser Serie von Workshops, die hier stattgefunden hat, herausfinden, was brauchen die Arbeitgeber an Argumenten, um ihre Einstellungen besser vorzubereiten, um Leute für Bremen zu gewinnen. An diesen Prozessen haben Studierende teilgenommen, haben Arbeitgeber teilgenommen, haben Interessenten teilgenommen, mehrere Workshops haben stattgefunden. Heute erstes Finale, soll ja noch ein bisschen weitergehen. Die Ergebnisse interessieren mich sehr und ich sage jetzt schon mal zu, dass wir alle Ergebnisse aus diesen Workshops hier, die aus viel Kreativität entstanden sind, auch mit in das neue Markenkonzept übernehmen werden. Ja, mein Name ist Marion Müller-Achterberg, ich arbeite bei ArcelorMittal Bremen. Mein Name ist Andreas Hützel und ich bin für die BLG Logistics Group im Workshop mit dabei und im Prozess. Mein Name ist Ira Huber, ich arbeite für die Firma Frozen Fish International in Bremerhaven. Mein Name ist Knut Benson und ich komme von der Airbus Defence and Space GmbH hier in Bremen. Ich finde den Prozess, den die Wirtschaftsförderung hier gestartet hat zum Thema Fachkräftemangel, spannend. Ich bin ganz interessiert, was wir tatsächlich danach, was dann nachher, was entsteht. Das ist schon spannend. Ich finde es teilweise auch etwas skurril. Es sind so ganz neue Denkansätze, aber ich glaube, das kitzelt auch die Leute so ein bisschen mit Ideen raus und ja, ist ein toller Ansatz. Besonders positiv bei diesem Workshop finde ich, dass wir einfach einen innovativen Ansatz haben, dass viele unterschiedliche Gruppen zusammengebracht werden, große, kleine, mittelständische Unternehmen, die hier am Wirtschaftsstandort in Bremen tätig sind, Studenten, Privatpersonen, sonstiger Art und jeder im Prinzip sich mit seinen Ideen hier einbringen kann. Ich fand auch sehr, sehr spannend das Kreativpotenzial, das man erkennen konnte, wie man erstmal so ein bisschen verwundert dasteht und sich fragt, was soll ich jetzt eigentlich machen? Und dann sprudelt so viel von allen Leuten, die dabei sind, auch von mir selbst. Und das fand ich schon ganz bemerkenswert. Was mir an Bremen besonders gefällt und was ich versuche und das Unternehmen auch immer versucht, möglichen Bewerbern nahezubringen, ist der Charme, den so eine Halbmillionenstadt hat, die Gelassenheit, die auch eine Stadt wie Bremen ausstrahlt und insbesondere die kurzen Wege, die man in Bremen hat. Wir haben das Gefühl, dass wir dann langsam zu etwas kommen, wo wir sagen, ja, da kristallisiert sich etwas heraus, das gibt ein Ergebnis, mit dem wir wirklich arbeiten können, mit dem wir die schönen und guten Seiten des Bremens weit über die Grenzen hinaus bekannter machen können.